Wir sind im himmlischen Bereich, sitzen wir. Wir haben eine Position, wir sind positioniert. And I want you to hear this tonight. Ich möchte, dass ihr Folgendes seht. Because I believe the Lord says the same thing about your sickness. Denn ich glaube, der Herr sagt dasselbe über deine Krankheit. About the breakthrough you need. Über den Durchbruch, den du brauchst. He says, I've delivered it into your hands. Er sagt, ich habe den Durchbruch dir gegeben. I've delivered it in your hands. Ich habe ihn dir in deine Hand gegeben. It's in the spirit I broke es through. Es ist im Geist, dass du schon durchgebrochen bist. That's what he told Jericho. Das sagte er bei Jericho. And so Jericho began to well up in faith. He had faith. And Joshua fing an, Glauben zu haben. And you know what he did? Und weißt du, was er tat? Because God said, I delivered it into your hands. Weil Gott sagte, ich habe den König dir gegeben. He walked around that Jericho wall. Er ist um diese Mauer von Jericho herumgegangen. Like he owned it. Als ob es sein Besitz wäre. He didn't own it yet. Er hat es noch nicht manifest besessen. But in the spirit he did. Aber im Geist hat es bereits besessen. So he didn't. He began to walk it out before he even had it. Er hat es also eingenommen, bevor er es überhaupt besaß. And I mit believe seinen eigenen Augen. This is key. This is a key. Das ist solch ein Schlüssel. On releasing heaven on earth. Um den Himmel auf der Erde freizusetzen. You got to first hear the voice of God. Du musst zuerst die Stimme Gottes hören. And have a revelation that it's done. Und eine Offenbarung haben, dass You're es schon healing. Geschehen ist. But you have to also understand du musst aber auch verstehen, that you still got to walk around that Jericho wall. Dass du diese Mauern von Jericho rumziehen musst. And you got to release the power of God around that wall. Und die musst die Kraft Gottes Sometimes people, diese Stadt they get the revelation, freisetzen. Manchmal bekommen Leute die Offenbarung, but they never want to walk around the wall. Aber sie setzen es konkret nie um. They don't want to do the work. Sie wollen nicht irgendwie sich die Hände schmutzig machen und es auch tun. And what's so amazing, was so erstaunlich ist, is when Jericho I'm going to show you how he overcame the enemy. Ich möchte euch zeigen, wie den Feind besiegte. It says that in verse 6. In Vers 6. Oh, I feel the anointing. Und jetzt spüre ich die Salbung. You feeling the anointing? Merkst du es auch? This is powerful, man. Das ist kraftvoll. It says, so Joshua, son of Nun, und Josua, der Sohn des Nun, called the priests and said to them, rief die Priester und sagte zu ihnen, take the ark of the covenant of the Lord and have the seven priests carry trumpets in front of it. Hebt die Bundeslade auf und sieben Priester sollen sieben Widderhörner vor der Lade des Herrn hertragen. He actually took the Ark of the Covenant, which was the glory of God. Er nahm die Bundeslade, die Herrlichkeit Gottes darin. And he marched the glory of God around. Und er hat erst mit der Herrlichkeit Gottes umhergezogen. Around the walls. Um die Mauern herum. He wasn't afraid to bring the glory into the city. Er war sich nicht zu schade oder furchtsam, die Herrlichkeit in die Stadt zu tragen. And he literally overcame his problem. Er hat buchstäblich sein Problem überwunden. He overcame his wall. Er hat seine Wand überwunden. With the word of the Lord vermittels des Wortes des and Herrn the glory of the Lord. Und der Herrlichkeit des Herrn. And that's all it was. Das war alles, was er brauchte. People ask me all the time, how do you do all this stuff for God? Leute fragen mich dauernd, wie kannst du diese Werke für Gott vollbringen? I hear his voice. Einfach, ganz einfach, ich höre seine Stimme. I believe it. Ich glaube ihm. And then I just step out and do it. Und dann trete ich hin und tu's. I stop thinking about it and I just do it. Ich höre auf, drüber zu grübeln und tu's einfach. I heard his voice. Ich habe seine Stimme gehört. I saw his voice. I saw his voice. I heard his voice and saw it. Ich habe seine Stimme gehört und ihn gesehen. And I do it. Ja, und die Stimme gesehen? What do you mean with saw the voice? I'm about to explain this. Yes, because I know. I'm going to explain this. Ich möchte es erklären. I want you to go to verse 2. In Vers 2. The Lord said to Joshua, das sagte der Herr zu Joshua, Siehe, I have delivered Jericho into your hands. Ich habe Jericho in deine Hand gegeben. You first have to hear what God says. Zuerst musst du hören, was der Herr sagt. And then you have to see it. Und dann musst du es innerlich sehen. Du musst es förmlich sehen. There's something about where you believe it so much you see it. Du musst es so sehr glauben, dass du es sehen kannst. So you gotta first hear the voice of God. Zuerst musst du die Stimme Gottes hören. And then see it. Danach siehst du. And then you do it. Und dann tust du es. People perish because of a lack of vision. Menschen gehen zugrunde an einem Mangel an Sicht. And I believe God wants to heal the sick. Gott möchte die Kranken heilen. I believe God wants to actually break through tonight in Gott such a way in heute Abend so stark durchbrechen,
that we would believe it was the wall of Jericho coming down. Dass es uns vorkommt, als ob die Mauer von Jericho runtergekommen wäre. And we're going to break some walls tonight. Wir werden heute Abend einige Mauern brechen. How many people you need some walls broken? Wer von euch braucht einige Mauern, die niederfallen? You ready to go through? Und du bist bereit, durchzugehen. And I want you to think about this. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst. Because the Lord told Joshua. Denn der Herr sagte Joshua. He says, when the walls go down, wenn die Mauern runterkommen, you're going to go straight in. Dann wirst du reinstürmen. Not sideways. Nicht irgendwie durch Umwege. Not backwards. Nicht rückwärts. But straight in. Du wirst reinstürmen. You know, when you go straight, schnurstracks, it's quicker. Ist es schneller. The quickest point between two locations is a straight line. Der schnellste Weg zwischen zwei Punkten ist eine gerade Linie. It's talking about the spirit of acceleration. Der Herr spricht vom Geist der Beschleunigung. You come into acceleration for your breakthrough. Du kommst in eine Beschleunigung für deinen Durchbruch. And I believe this is not just hocus pocus magic. Und ich glaube nicht, dass es Magie ist. This is people coming into their identity. Sondern Menschen treten ihre Bestimmung und Identität. I'm a son of God. Ich bin ein Sohn Gottes. I just don't have breakthroughs. Ich habe nicht einfach Durchbrüche. I have lifestyle of breakthroughs. Ich habe einen Lebensstil von Durchbrüchen. I'm not afraid to encounter hard situations. Ich habe keine Angst, mich schwierigen Situationen zu stellen. Because the Lord's promised me. Denn der Herr hat mir versprochen. Everywhere I set my foot, it shall be mine. Denn wo immer ich meinen Fuß hinsetze, wird es mir gehören. So I'm not afraid to step into a dark place. Ich habe keine Angst, meinen Fuß in einen dunklen Ort zu setzen. In my own life. In my own life. In meinem eigenen Leben. I might go to a hospital and pray for cancer. Ich habe keine Angst, in ein Krankenhaus zu gehen, für Krebskranke zu beten. The Lord's promised me, that's mine. Der Herr hat mir versprochen, das gehört mir. Dominion. Herrschaft. And when you have this revelation, wenn du diese Offenbarung hast, you could face anything. Kannst du dich allem stellen. You could face any devil. Dann kannst du jedem Teufel entgegentreten. You could walk around any wall. Du kannst jede Mauer herumziehen. You know what this represents? When they walked around the wall of Jericho, als sie die Mauer von Jericho, they walked around at 360 degrees. Sie sind in einen 360 Grad Bogen gewandt. This means that they saw every angle of their problem. Sie haben jeden einzelnen Winkel ihres Problems. They saw every wall, genommen. Every stone, every brick. Jeden Stein, sie sahen jede unüberwindbare Hürde. They weren't afraid of it anymore. Aber sie hatten keine Angst davor mehr. And that's where the power falls. Und da fehlt die Kraft. You got a debt. Du hast Schulden. You got money problems. Du hast Geldprobleme. You believe, I believe God could even heal that. That's a Jericho wall. Und ich glaube, dass der Herr das kurieren kann. Das ist eine Jericho-Mauer. You just step into your call. Du trittst einfach deine Berufung. God can heal it. Gott kann es kurieren. Sickness, disease, all of it. Krankheit, Gebrechen, alles. This is one of my new messages that I'm starting to preach. This is only the third time I've preached it all year. Das ist das dritte Mal, dass ich über diese Botschaft predige. And the Lord told me, he said, I want this to be the breaker night. Aber der Herr sagte mir, heute Abend ist es die Durchbruchsnacht. He said, this is the night that the walls of Jericho go down. Das ist der Abend, wo die Mauern von Jericho runterfallen. And so this is how we're going to pray tonight. This is how Und we're going to so pray tonight. Werden wir heute Abend beten. We're going to pray for all the walls to fall down. Wir werden beten, dass alle Mauern runterfallen. The walls in the city. Die Mauern in der Stadt. You know, I went and I visited the walls in Salzburg today. I saw the big castle. Ich habe heute die große Festung in Salzburg besucht. Some of the walls are so big. Und manche dieser Mauern sind so hoch. That we feel so small. Und da kommen wir uns selber so klein vor. But you can take down the largest walls. Aber du kannst die größte Mauer zum Einsturz bringen. And here's how you do it. You show up. So tust es, du trittst auf. God's just looking for people to show up. Gott will, dass Menschen auftreten. Amen. I'm telling you, God's raising up faith healers out of this church. Der Herr wird Glaubensheiler aus dieser Gemeinde erwecken. Radical revivalists. Radikale Erweckungsprediger. You guys are one of them. Ihr seid I see revival on this family. Ich sehe Erweckung dort. Revival on this family. Erweckung auf euch. God's going to use you to revive Gott many wird people. Euch gebrauchen, zu erwecken. I see many revivalists sitting out there today. Ich sehe, dass hier Erweckungsleute sitzen. And I really believe there is coming a move of God in Salzburg. Und ich glaube, es wird eine Erweckung Gottes geben. And you mark my words. In Salzburg, eine Bewegung Gottes. There's coming such a move of God in es Europe. Es kommt so eine starke Bewegung Gottes in Europa. But what the Lord told me that Austria would be known for. Aber was mir der Herr sagte, was Österreich bekannt würde, is that they would be walking in the supernatural and the angelic realm. Dass ihr in dem übernatürlichen Bereich mit den Engeln wandeln würdet. The angels. Mit den Engeln.
And what the scripture that the Lord gave me about Austria und was mir der Herr für eine Bibelstelle gab für Österreich was when the soldiers, the Assyrian soldiers were coming for the prophet Elisha. Ja, als die syrische Armee auszog, um den Propheten Elisa zu schnappen. And he told his mentor, his mentee, his intern. Und als seinem Praktikanten Gehazi. His intern was scared. Der hatte die Hosen voll. And he said, "Don't be afraid. There's more for us than against us." Und er sagte aber Gehazi, hab keine Angst. Mehr sind mit uns als gegen uns. And I believe that Austria would declare to the world. Und ich glaube, dass Österreich der Welt sagen wird, that there is more for us es gibt than mehr, die mit uns sind, als gegen uns sind. Do you know the angels that are with us? Weißt du nicht, die Engel, die mit uns sind? Do you know Jesus with, is weißt with du nicht, us? Dass der Herr Jesus mit uns ist? Every place we set our foot, it will be ours. Jeder Ort, auf dem wir unsere Füße setzen, we'll take down the walls of Jericho. Wir nehmen diese Mauern Jerichos. Come on, someone give Jesus a big shout. Thank you, Jesus. Komm, ruft laut zum Herrn. Jesus! Wow. Jesus! Oh! Amen. Now we're going to pray in just a moment, okay? Wir werden gleich beten. We're going to bring the worship up. We're going to flow in this, okay? Wir werden die Lobpreise nach vorne holen und werden drin fließen. We're in an atmosphere, and this girl with the black and white. Da ist diese Dame mit schwarz und weiß. I just see an angel sitting next to you. Ich sehe, dass ein Engel neben dir sitzt. I discern angels in rooms, and I just see ich one with Engel you. Ich kann Engel sehen in Räumen, und ich sehe, dass einer neben dir sitzt. You're a dreamer. Du bist eine Träumerin. And the Lord says, "Dream on." Und der Herr sagt, träum weiter. And I'm going to allow you to get interpretation now, the Lord says. Und ich werde dir es erlauben, dass du eine Deutung bekommst. You have many dreams, many revelations. Du hast viele Träume, viele Offenbarungen. And the Lord's going to begin to interpret those. Und der Herr wird diese deuten. And he's going to tell the story for you. Er wird dir die Deutung, die Geschichte sagen. It's an amazing gift. Es ist eine erstaunliche Gabe. It's like Joshua, it's like Joseph. Es ist wie Joseph. Father, I release it. Vater, oh! Löse es los. Whoa. Thank you, Lord. Danke, I'm feeling such an amazing presence of God right now. Ich merke jetzt so eine starke, erstaunliche Gegenwart Gottes. It feels so pure. Die sich so rein anfühlt. So rich. So reich anfühlt. And it's the identity of the sons of God. Die Identität der Söhne Gottes. The earth is waiting for you to manifest. Denn die Erde wartet darauf, dass ihr offenbar werdet. You see, we need Jesus to manifest. Wir müssen es, dass Jesus, wir brauchen Jesus, um offenbar zu werden. The church needs Jesus to manifest. Die Gemeinde braucht es, dass Jesus offenbar wird. But the world needs the church to manifest. Aber die Welt braucht, dass die Gemeinde offenbar wird. That's Romans 8. Das ist Römer 8. Hallelujah. We're going to pray Hallelujah. And we're going to believe for breakthrough right now. Wir glauben für Durchbruch gerade jetzt. There's a great anointing here right now. Oh, eine starke Salbung hier. God sends me all around the world. Der Herr schickt mich die ganze Welt. And I know he sent me to Austria. Und ich weiß, sandte mich nach Österreich. I know this weekend is ordained by God. Ich weiß, dieses Woche ist von Gott gesetzt. Now we're going to go again tomorrow night at 7:30. Wir werden morgen weitermachen halb acht. We're going to go again at 7 at 2 o'clock. Wir werden dann am Samstag weitermachen Saturday at 2:00. Zwei Nachmittag und halb acht. And then again at Saturday night. Ja, am Abend auch halb acht. And then Sunday at 2:00. Und Sonntag werden wir zwei wieder uns versammeln. And then Sunday night at 7:30 again. At 4:30. 4:30. Ja, und dann vorgezogen am Sonntag bereits halb fünf. We got a lot of services. Wir werden noch einige Versammlungen haben. After this week. Aber nach diesem Wochenende I will preach 11 times in 12 days. Dann werde ich 11 Mal in 12 Tagen predigen. That's just that's the way we do things. So tun wir unseren Dienst. We got a lot of people to reach. Wir müssen viele Menschen erreichen. Now my wife sends her love to you guys. Und meine Frau grüßt euch mit voller Liebe. My wife wasn't able to make it this week. Meine Frau konnte diesmal nicht dabei sein. Her brother had a baby. Denn ihr Bruder hat ein Baby. So we're celebrating the family that es gibt eine Familienfeier, ein Kind ist geboren. But my wife is actually from Germany. Aber meine Frau hat viele Jahre in Deutschland gelebt. Speaks really good German. Sie spricht super Deutsch. So next year you'll be able to speak German with her. Und das nächste Mal, wenn ihr kommen, vielleicht nächstes Jahr, dann werdet ihr Deutsch mit ihr sprechen können. She loves speaking German much more than English. Sie liebt die deutsche Sprache viel mehr als die englische. But she lived in Munich for 7 years. Sie hat 7 Jahre in München gelebt. She's just a beautiful woman of God. Eine wundervolle, wunderschöne my Frau best Gottes. Friend, meine beste Freundin. My soulmate. Meine Partnerin. And my travel partner.
und auch meine Dienstbegleitung. And she's my everything. Sie ist mein alles. And I miss her a lot. Und ich vermisse sie sehr. And this is a rare thing that we're apart. Und es ist, kommt selten vor, dass wir getrennt sind, aber. But there's a grace, amen. Aber dafür gibt es Gnade, amen. And there's a grace here this week. Und an diesem Wochenende gibt es eine Gnade für and euch. And my team back in America, I have a team of my own staff back ich in South Carolina. Ich habe meine Mitarbeiter in Südcarolina. They send their love, they send their blessings. Und sie schicken euch ihre Segnungen, sie beten. They're sie, praying for these meetings. Sie beten und mit den Fürbitten. I just talked to my office manager last night. Gestern Abend habe ich meinem Chef im Büro mitgeteilt. He said, send my love to everybody. Er hat gesagt, sende meine liebevollen Grüße an alle. I got a prayer network that's praying for these meetings. Wir haben ein Fürbitternetzwerk, die für euch beten. A lot of people are sending their love to Austria. Viele, viele meiner Freunde senden ihre Liebe nach Österreich. I really believe God sent me here. Und ich glaube so fest, dass Gott mich hierher gesandt hat. And I'm so excited about these next couple days. Und ich bin so begeistert für die kommenden Tage. And I'm going to give an opportunity right now if God spoke to you about this. Und ich möchte euch eine Gelegenheit geben, wenn Gott euch angesprochen hat. And I'm not going to take a whole lot of time on this because ich will nicht viel Zeit verwenden, denn es muss weitergehen. Because I'm ready to pray for people right now. Denn ich möchte rasch für Leute beten. I'm ready to flow and worship. Ich möchte mich im der Lobpreis bewegen. What we're about to do is we're going to go after the walls of Jericho. Wir werden die Mauern von Jericho zum Einsturz bringen. I believe breakthroughs here. Ich glaube, Durchbruch ist hier. I want you to hear the word of the Lord tonight. Ich möchte, dass das Wort des Herrn heute Abend hört. When he told Joshua this. Als er das Josua sagte. See Joshua, I've delivered it into your hands. Schau Josua, ich habe es in deine Hand gegeben. And I believe the Lord's delivered it into our hands. Und der Herr hat es in unsere Hände gegeben. Now it's time to get the anointing and to walk around the walls. Es ist Zeit, die Salbung zu schnappen und um die Mauern zu ziehen. Oh, I'm going after cancer. Und glaubt mir, ich werde dem Krebs zujagen. I will stomp on scorpions and stomp on snakes. Ich werde auf Skorpionen und Schlangen stampfen. I will stomp on the spirit of poverty. Ich werde auf den Armutsgeist stampfen. I'll stomp on the spirit of infirmity. Auf den Geist der Schwachheit. I will stomp on the spirit of mammon. Ich werde auf den Geist Mammons stampfen. I will stomp on the spirit of depression. Ich werde auf den Geist Depression stampfen. I will knock down Jericho. That's what I feel tonight. Ich fühle heute Abend, gilt es, Jericho zum Einsturz zu bringen. But I believe you're going to get that spirit too. Und ich glaube, du wirst diesen kühlen Geist auch empfangen. It's called the spirit of resurrection. Das ist der Geist der Auferweckung. Romans chapter 8, the same spirit that raised Jesus up is living in you. Derselbe Geist, der Jesus auferweckte, lebt in uns. That's the spirit that knocks down walls. Das ist derselbe Geist, der die Mauern zum Einsturz bringt. Hallelujah. So what we're going to do right now Hallelujah. Is I'm going to give opportunity. Ich möchte euch jetzt eine Gelegenheit geben. I'm going to give opportunity for every person in this room. Für jeden Einzelnen in diesem Raum. To sow into this anointing. Dass ihr in diese Salbung hineinseht. But I want you to hear tonight, you cannot buy anything Aber from God. Aber wichtig ist, dass ihr versteht, ihr könnt von Gott nichts kaufen. You can't buy this from God. Ihr könnt das von Gott nicht kaufen. You can't buy mantles. Ihr könnt keinen Mantel kaufen. You cannot buy impartation. Ihr könnt keine Zuteilung kaufen. They tried to do that in the book of Acts, Simon the Sorcerer. Der Simon der Zauberer versucht. He got cursed for it. In der Apostelgeschichte, aber das hat ihm nicht geholfen. Er wurde you verflucht. Cannot buy this gift tonight. Ihr könnt diese Gabe heute Abend nicht kaufen. And I like to tell people this. Das ist ganz wichtig, dass Leute das von mir hören. But I also like to let people know. Aber ich möchte ebenso, dass Menschen wissen. The way you receive is by faith. Du empfängst im Glauben. It's faith. Es ist Glaube. And tonight I'm going to give opportunity for people to come up for prayer. Heute Abend möchte ich die Gelegenheit geben, für Menschen, dass sie kommen. Es wird eine Zuteilung geben. But I believe we can even demonstrate our faith even by our gifts. Aber ich glaube, wir können sogar auch in unserem Geben Glauben demonstrieren. And we step out in faith. Und wir treten auf im Glauben. And I believe God's going to touch many people. Und ich glaube, Gott wird viele Menschen berühren. And I don't like taking a lot of time on the offer. Ich möchte nicht viel Zeit mit dem Opfer, mit der Liebesgabe verwenden. But our ministry has expenses. Aber unser Dienst hat hohe Ausgaben. But you know who pays the bills? Aber du weißt, wer die Jesus. Rechnung zahlt? Jesus. 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 For 5 years straight. Seit 5 Jahren unentwegt. On the road. Unentwegt unterwegs. We step out in faith. Treten auf im Glauben. And God's already moved in faith for us. Und Gott hat sich schon im Glauben we walk in his bewegt. Faith. Wir glauben, wir bewegen uns in seinem Glauben. And I've taught this to my whole ministry team. Ich habe das meinem ganzen Dienstteam mitgeteilt. You know, I got staff that we pay. Wir müssen Mitarbeiter bezahlen. Sometimes I scare them.
Manchmal erschrecke ich sie. Because I say, well, you may not get paid next month. Dann sage ich ihnen nämlich, vielleicht gibt's kein Geld nächsten Monat. I just do it to test their faith. Ich tue es einfach, um ihren Eigenglauben zu testen. I don't really believe that. Das glaube ich nicht. Because I know God always provides. Denn ich weiß, Gott versorgt immer. But there are people in our ministry, they've stepped out with us. Aber es gibt Menschen in unserem Dienst, die sind mit uns aufgetreten. And I know many of you have stepped out, you've driven here. Viele von euch sind some of you have drove a distance. Aufgetreten, indem ihr einen habt etwas investiert. And it was a sacrifice even to come Opfer gebracht habt, hierher zu kommen, seid weit gefahren. And for that I say, God bless each and every one of you. Und deswegen sage ich, Gott segne jeden einzelnen von euch. But tonight, if you'd like to show a gift, heute Abend, wenn du eine Gabe geben willst, to help support this ministry, wenn du sehen möchtest, um diesen Dienst zu unterstützen, you could raise your hand and we could give you an envelope to sow ja, with. Wenn du kein Geld dabei hast, aber sagst, du möchtest die Kreditkarteninformation weitergeben, dann geben wir euch einen Umschlag, wo ihr die Kreditkarteninformation raufschreiben könnt und dann könntet ihr auf diese Weise sehen. Hier sind Umschläge, bitte füllt sie aus mit der Kreditkarteninformation. And that's for the debit card, I think you said that. Yeah, good. And then if you'd like to give by cash, it's all, you can do that as well. Und ihr könnt natürlich auch in bar geben. But what I want you to do tonight is give by faith. Aber ich möchte, dass ihr im Glauben gebt. By faith. Oh yeah, and if you're watching tonight on the webcast, here's how you can get involved with this. Wenn ihr heute Abend zuschaut und ihr seid berührt und ihr möchtet auch teilhaben.